Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier im Herzogtum von Oberlothringen, kurz vor den Toren Püttlingens. Da sitzt nämlich dieser Mann, Herzog Poppo, und er hat einen schwerwiegenden Fehler begangen, denn er hat unserer Tochter den Krieg erklärt, ein Tyranneikrieg, beziehungsweise vermutlich hat sie ihm den Krieg erklärt, eher so rum wahrscheinlich, weil er etwas tun wollte, was ihr nicht behagte, die ihr die Titel entziehen oder Ähnliches. Auf jeden Fall hat er sich mit der falschen Familie angelegt, so viel ist sicher. Und mit ihm haben wir ohnehin noch ein Hühnchen zu rupfen, denn er ist natürlich auch einer, der sich damals gegen unsere Schwester gestellt hatte. Also wir stehen mit unseren Männern kurz vor seinen Toren. Er steht hier noch etwas verdrießlich in seiner Waffenkammer und überlegt, wie er sich wahrscheinlich erwehren kann. Seine Armee haben wir bereits einmal erfolgreich schlagen können. Und so marschieren wir jetzt auf seine Burg, um diesen Krieg gegen unsere Tochter ein Ende zu setzen. Und wenn dieser Krieg beendet ist, dann wird unsere Königin auch den Blick vermutlich relativ zeitnah nochmal in Richtung Oberlothringen wenden. Aber zunächst werden wir jetzt hier weiter unserer Tochter zur Seite springen. Und dafür marschieren wir hier und werden unsere Belagerung beginnen. Er flüchtet hier gen Süden. Ja, und belagert jetzt hier. Braucht aber 5 Monate. Wir dürften hier deutlich schneller sein. Ja, deutlich, deutlich schneller. Und können parallel auch tatsächlich, ja, Ritter einladen. Auch das werden wir wieder tun. Wir können auch noch ein Dynastievermächtnis wählen. Und wie gewohnt entscheide ich mich hier auch für etwas, was ja so ein bisschen unser Haus zuletzt geprägt hat. Und da würde ich sagen, wenn etwas die jüngste Vergangenheit geprägt hat, dann waren es Kriege. Und zwar, naja, fast allesamt Verteidigungskriege. Gut, gegen das Heilige Römische Reich, als es um die Rückeroberung von Valentinus ging, das war ein Angriffskrieg, aber die Verteidigung gegen Frankreich, die Verteidigung gegen Thronräuber und dementsprechend all diese Kriege, gut, der Krieg gegen Frankreich ist nur mit einem, in Anführungszeichen, nur weißen Frieden zu Ende gegangen, aber war trotzdem, denke ich, aus Sicht Burgunds ein Erfolg. Und dementsprechend kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass unser Haus, das Haus der de la Côte, von Außenstehenden durchaus nach diesen Erfolgen der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, glaube ich, kann man fast sagen, als ein Haus von Kriegern betrachtet wird. Entsprechend werden wir diesen Vorzug freischalten und ja, dafür wieder einiges an Bekanntheit sozusagen ausgeben. So, 60%. Wir haben eine wertvolle Geisel gemacht. Hier greift ein Hausmitglied an. Das ist die Königin von Saporischia. Oh, und ihr... Jetzt könnte man... Es ist fast ein bisschen fies, aber... Ihr Sohn ist gestorben, vermutlich an den Masern. Und damit ist ihre Haupterbin wieder ihre Schwester, die allerdings auch patrilinear verheiratet ist. Ja, das heißt, auch ihre Tochter ist aus einem anderen Haus. Ja, okay. Es scheint leider darauf hinauszulaufen, dass unser Haus de la Côte hier in Saporischia, was sich allerdings schon stark ausgedehnt hat, muss man ganz ehrlich sagen, aber dass leider unser Haus hier die Macht verlieren wird, weil die Kinder dann offiziell anderen Häusern angehören. Das ist sehr, sehr schade. Nun gut. Wir schauen mal hier. 4 Monate. Ich habe ein bisschen Sorge, ich möchte diesen Belagerungsfortschritt eigentlich nicht verlieren. Deswegen werden wir mal hier hinmarschieren. Die sind mit ihren Bombarden eigentlich ganz gut unterwegs. 42 Tage, das ist doch jetzt schnell. 42 Tage ist auch mehr als 3 Monate. Weniger eben. Dennoch, wir werden hier Belagerer stationieren und werden mit dieser Armee hier runter marschieren. Dann ist es auch nicht so schlimm. Aha, hier haben wir direkt schon unseren guten Hildebert, der sich auch mit Belagerung auskennt. Und werden hier nochmal die Schlacht suchen und diese Belagerung damit auch unterbinden. Elek. Okay, er soll jetzt ein Ritter sein. Naja. Dennoch werden wir ihn mal rekrutieren.
Wir nehmen erstmal, wen wir kriegen können. So, wie sieht's aus? Werden sie noch fliehen? Nee, sie lassen es über sich ergehen, wie es aussieht. Dann marschieren wir jetzt nach Nanzig. Werden dort weiter Belagerung, wobei wir sind bei den 100%. Wenn unsere Tochter diesen Krieg beendet, dann ist das Ganze auch erledigt. Nun gut, aufeinanderprallende Kulturen. Die meisten Gemeinden in Luxemburg stammen aus der fränkischen Kultur. Sie sind stolz auf ihre Tradition und es gefällt ihnen gar nicht, dass sie einem Fremden dienen müssen, wo doch bei Nachbarherzog Giselbert ihre Kultur und Geschichte teilt. Giselbert von Jülich. Okay, wir können jetzt versuchen, uns sie zu überzeugen, wie überlegen die okzitanische Kultur ist. Es schert mich nicht, ob sie ihre seltsamen Traditionen behalten oder die Gefühle der Bauern sind mir einerlei. Volksmeinung wird reduziert. Passt das zu unserer sturen Königin? Ich meine, es wäre jetzt mal allein hierauf. Mit einer 40%igen Wahrscheinlichkeit könnte die Gemeinde in Luxemburg okzitanisch werden. Das wäre schon ziemlich krass. Schon fast ein kleiner Exploit. Aber ich finde, es passt irgendwo ein Stück weit zu ihrer Sturheit, ihre Kultur in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, ja, seid okzitanisch. Gepaart mit ihrem Ehrgeiz, das ein Stück weit als überlegene Kultur zu betrachten. Aber sie weigern sich. Nun gut, dann ist das so. Und der Krieg hier ist beendet, was sehr gut ist. Dann können wir jetzt hier die Armeen auch wieder auflösen. Und hier sind wir, ja, es baut sich weiter auf. Haben wir eigentlich 9 Kriegsvölker? Ne, das sind 6. Und uns fehlt hier noch im Grunde ein Regiment. Wir haben gepanzertes Fußvolk. Also wir haben nicht alle Arten von Belagerungswaffen, brauchen wir aber nicht, die besten reichen. Was uns tatsächlich fehlt, ist eine leichte Reiterei. Vielleicht können wir die noch ins Leben rufen. Die noch erschaffen. Die sind dann auch nicht stationiert. Da haben wir jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Vor allem nicht so viele gute Örtlichkeiten. Dann stationieren wir sie hier in Rouen. Und werden sie... Ah, ist auch nicht ganz günstig. Immerhin auf Stufe 5 erhöhen. Okay. Gut, und dann denke ich, ist es vielleicht angebracht zum Jahreswechsel. Das ist jetzt der Fall, dann nach längerer Zeit auch mal wieder Hof zu halten. Mein Ritter Waldemar tritt ein, in Ketten gelegt und herangeführt von einer meiner Wachen. Ich habe Waldemar dabei erwischt, wie er heikles Wissen an fremdländische Spione in Andalusien geschickt hat. Was sollen wir mit ihm machen? Ernsthaft? Waldemar, der zuletzt noch hier Herzog in Rouen werden wollte? Ein Sohn von Herzog Hunfried, der lange Zeit vielleicht auch unter uns... zumindest unter unserem Vater eine Zeit lang auch Marschall war. Ab mit seinem Kopf. Das ist jetzt ein Akt der Tyrannei. Wir kerkern ihn ein. Ja, also, dass das jetzt Tyrannei ist und uns dann wir Legitimität verlieren. Ich finde, das passt an der Stelle nicht. Er wird aber für den Verrat auf jeden Fall eingekerkert. Sehr schade. Er war ein guter Kämpfer. Ja. Und was möchte Bürgermeister Guichard? Ich höre, wie sich mir die Schritte von Bürgermeister Guichard nähern. Auf sie folgt ein offensichtlich geübtes Räuspern,
Womöglich ein Mittel, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich kann hören, dass er zufrieden mit dem zu sein scheint, was er zu sagen hat. Meine Königin, unter eurer Herrschaft gibt es viel zu feiern. Bitte erlaubt mir, die Kosten für euer nächstes Festmahl zu übernehmen. Vielleicht könnt ihr mir im Gegenzug in naher Zukunft einen Gefallen tun. Okay. Er bezahlt 200 an uns und wir müssen ein Festmahl ausrichten. Dafür hat einer unserer Vasallen... Boah, ich glaube, das Vertrauen unserer Königin in ihre Vasallen ist getrübt. Ich fürchte, das kann ich nicht annehmen. Und die nächste Bürgermeisterin, Bürgermeisterin Konstanze von Fianten, sichtlich über etwas verärgert, grüßt mich. Meine Königin, die dreckigen Hunde aus Bastogne, denken, sie wären besser als wir, bricht es aus ihr hervor. Sie machen jeden Tag auf dem Markt hochmütige Witze und spötteln über uns. Bürgermeister Luitbert muss gezeigt werden, wo sein Platz ist. Und diesen verdammten Narren muss klar gemacht werden, dass sie Fianten Respekt schulden, der größten Grafschaft in Luxemburg. Okay, wir können jetzt versuchen, das hier diplomatisch zu lösen. Wir können sie zum Duell auffordern. Ja, ernsthaft. Was verschwendet ihr meine Zeit mit belanglosen Streitigkeiten? Die Königin hat ehrgeizige Ziele. Es geht um Lothringen, es geht um Frankreich. Und dann kommen hier zankende Bürgermeister. Ich bitte euch. Naja. Gut, dass wir mal wieder Hof gehalten haben. Die Königin hätte ansonsten Bahnbrechendes verpasst. So, und was ist jetzt hier los? Moment. Was belagern jetzt diese Bauern dort? Okay. Gegen wen sind die im Krieg? Ach, die sind hier mit dem kleinen Bub im Krieg. Tja, der hat da natürlich Schwierigkeiten. Aus dem Hause Lenzburg. Rudolf von Lenzburg, sein Vater. Tja, das ist auch eine Familie, die in Ungnade gefallen ist. Mein Titel aberkannt. Da werden wir seinem Sohn hier auch nicht zur Seite springen. Das wäre ja noch schöner. Schottisch-gälische Mischkultur. Kommen ja 840 geschlagene Mann wieder anmarschiert. Bricht er dafür jetzt seine Belagerung ab. Und unsere Tochter greift an. Herzog Hugo. Ah, so rum war's. Sie hat den Krieg begonnen und er ist dann abgesetzt worden. Er wurde zur Abdankung gezwungen. Ja, und jetzt geht das Ganze hin und her. Jetzt kämpft sie wiederum gegen Herzog Hugo und dann würde dieser kleine Graf Manegold erben. Hm, wie sieht's denn da aus? 2400 Mann mit der Königin verbündet. Das könnte natürlich sich als schwieriger gestalten. Da kommen auch schon die Männer der Königin. Naja. Und wir werden abermals in den Krieg gerufen. Und ich frage mich, ob wir das nicht nutzen können. Eigentlich war es der Plan unserer Königin an dieser Stelle noch, wenn wir das jetzt schließen, können wir das immer noch annehmen. Ja. Eigentlich war es der Ziel und das Ziel unserer Königin, hier noch ein klein wenig zu warten. Allerdings sehen wir, dass es hier Unruhen gibt und unsere Tochter scheint, naja, quasi mit den Hufen zu scharren, um ihren Teil hier dazu beizutragen und ihrer Mutter vielleicht ein Stück weit den Weg zu ebnen. Also vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt zu warten. Vielleicht ist es
an der Zeit zu agieren, hier den Krieg zu erklären, und zwar unseren Anspruch auf das Königreich Lothringen. Wir werden dann an dieser Stelle den Krieg erklären und gleichzeitig aber auch unsere Tochter hier unterstützen. Und wir sollten dann aber 7000 Mann verbunden mit Herzog Hugo und Herzog William von Holland. Der kann nochmal 10.000 oder 3.000 Mann, damit sind es ungefähr 10.000. Es ist klug, hier zu sammeln. Ja, warum nicht? Dann können wir direkt marschieren. Warum werden die uns jetzt als verbündet angezeigt? Ist das ein Verbündeter unserer Tochter? Warum wird diese Armee uns als verbündet angezeigt? Ich hätte das jetzt für das Wappen von Lothringen gehalten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Damit ist das hier natürlich ein bisschen knapper. Ja, aber ich denke, es sollte schon das Ziel sein, das Feld ein Stück weit von oben aufzurollen. Wir werden hier in Luxemburg ausheben. Auch, ja, ich weiß nicht, ob alle Mann notwendig sind. 16.000, 17.000, 18.000 reicht vielleicht. Hier die Sammlung beenden. Und dann sollten wir vielleicht direkt hier nach Antwerpen marschieren. Ein weiterer Ritter bei uns am Hof. Oh, und er ist ein guter Kämpfer. Ihn werden wir rekrutieren. Müssen da deutlich mehr bezahlen und werden die Bekehrung verlangen. Verbündete brauchen wir zunächst erst einmal nicht. Da können wir uns Prestige und was das alles kosten würde, erst einmal sparen. Und er konvertiert. Das ist doch in Ordnung. Und die nächste Innovation. Da haben wir einige gehabt, ehrlicherweise, die wir uns nicht angeschaut haben. Die Verstädterung, die Landschenkung war eine davon. Okay, es geht jetzt schneller in Anspruch zu fingieren. Land ist der kostbarste Lohn, den wir unseren Untertanen angedeihen lassen können. Ja, auch unter anderem Ritter, die für einen gekämpft haben. Und womit danken sie es einem? Mit Fraktionen und Ansprüchen, die sie sich vom Papst geben lassen. Tseh. Doch wir besitzen nur ein bestimmtes Maß an Land selbst. Wenn wir ihnen jedoch die Erlaubnis erteilen würden, jenes brachliegende Land dort drüben zu bestellen, der könnte da Einwände erheben. Selbst falls es zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, wären wir doch ganz klar im Recht, wenn wir unsere Untertanen verteidigen müssten. Und das andere war Hofbeamte, ne? Unser Reich hat sich bis an einen Punkt ausgedehnt, an dem selbst niedere Adlige nicht mehr alles effektiv verwalten können. Die Ernennung von Hofbeamten und Bürokraten, die sich um die gewöhnlichen Aufgaben bei Hofe kümmern, werden dafür sorgen, dass sich die Räder der Regierung auch weiterhin reibungslos drehen. Okay, höfische Vasallen sind verbreiteter. Gut. Okay, wir marschieren uns, man ist uns hier ausgewichen. Es wäre natürlich schon schön, hier erstmal eine Schlacht schlagen zu können. Und in diesem Augenblick wird Mabila erwachsen. Sie kommt nach ihrer Mutter, hat allerdings nicht dasselbe Talent. Eine knausrige Buchhalterin ist sie. Oh, und sehr interessant. Eine religiöse Eiferin, sadistisch und ehrgeizig. Eieieiei. Interessanterweise hat sie die fränkische Kultur angenommen. Tja, offensichtlich ist sie hier zu stark dem fränkischen Einfluss in gewisser Weise ausgesetzt gewesen, sodass sie tatsächlich die fränkische Kultur angenommen hat. Aber diese junge Dame ist unsere Haupterbin und damit die zukünftige Königin von Burgund. Wie schnell sie doch Flügge werden. Sehr gut. Okay, es war jetzt ein bisschen... Und hier wird auch geheiratet. Sie heiratet Graf Winislav von Trier. Wir erinnern uns daran, er ist der Sohn von Herzogin Ulrike, die dieses Erbrecht Haus Senex hat, weshalb aktuell noch dieser Mann erbt, weil er der älteste männliche
erbberechtigte Nachkomme ist. Da ist aber immer noch so ein bisschen der Wettlauf. Wenn er vor ihr stirbt, dann ist der nächste in der Reihe eben ihr Sohn. Müssen wir mal schauen, ob das passieren wird. Ihr geht es jetzt so richtig gut auch nicht mehr. Sie ist schon melancholisch, hat aber eine dekorierte Figurine einer Sagengestalt und Pharmazeutika, eine Abhandlung von Mlader. Sie scheint sich also mit dem Thema Gesundheit auch ein wenig auszukennen. Gut, wir sind hier ein wenig am Marschieren und Jagen. Sie können da nicht mehr raus. Okay, haben jetzt einige Vorteile auf ihrer Seite. Aber dennoch werden wir da in die Schlacht gehen. Das Bistum von Malboden. Eine coole Burg, die wir da schon sehen. Gut, wir marschieren da rein. Auch wenn es ein schwerer Kampf wird. Naja, wobei, es geht noch. Oh, wir kämpfen sogar gegen sie selbst. Können wir sie gefangen nehmen? Ah, leider nicht. Leider nicht. Plus 31%. Sie müssen sich zurückziehen und wir marschieren dann direkt auf Antwerpen. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Das sollte ja schnell gehen. Habt ihr es mitbekommen? Ihr sollt nach Antwerpen marschieren. So, hier wird belagert. Kämpft unsere Tochter überhaupt gar nicht selber? Sie hat kaum Männer, ne? Ist ja auch interessant. Sie hat hier mit. Sie ist ja die Angreiferin. Mit 208 Mann, die sie irgendwie noch selber zur Verfügung hätte und ohne Geld. Das ist auch. Naja. Nennen wir es mutig. Und unsere Freundin ist gestorben. Ja, die hat uns das Gedicht geschickt. Ansonsten war die Beziehung schwierig, weil sie sich in meiner Weltgeschichte herumgetrieben hat. Nun ja. Gibt uns dennoch ein wenig Anspannung. Ein wenig Trauer, als wir von ihrem Tod erfahren. So, Lagerköche sind in Namur gebaut, sehr schön. Oh, und es gibt eine Erbschaft. Königin Philippa starb an inneren Verletzungen. Oh, haben wir sie hier bei der Schlacht offensichtlich verletzt? Bei den Rittern kann sie ja nicht, wird sie ja nicht aufgeführt, ne? Aber sie hat sie selber angeführt und ist verletzt worden. Und geerbt hat jetzt König William 16 Jahre, der vierte von Lothringen. Er ist jetzt unser neuer Kriegsgegner. Nun denn. Aha, hier wird nochmal was ausgehoben. Das dürften Söldner sein. Aber es sind hier noch einige beigetreten. Oh, und das ist jetzt nicht mehr ganz unbedeutend. Der Herzog von Bar. Und der Herzog vom Elsass, Herzog Meinhard, hat er da noch irgendwie fix Bündnisse geschmiedet? Ja, das ist die Tochter hier des Herzoges. Das Bündnis nach Bar. Das ist ein ausgehandeltes Bündnis, okay, interessant. Ja, nun denn, sollen sie ausheben? Ist uns einerlei. Ein weiterer Ritter. Auch er ein guter Kämpfer. Wir werden ihn rekrutieren und werden auch von ihm oder werden ihm die Taufe anbieten, wollen wir es mal so formulieren. Es gibt die nächsten Krankheiten, die hier ausbrechen. Nee, das ist ja erstmal noch weit weg aktuell. Weshalb sollten wir hier den Hauptsitz isolieren? Oder uns zurückziehen. Da gibt es aktuell, glaube ich, keinen Bedarf. Wir haben hier mehr Bedarf an einer Belagerung. Burgundischer Husten. Oh, jetzt aber doch. Hier unten. Ah. Schwindsucht. Unangenehm. Ach, wir hätten hier noch unseren Belagerer in die Spitze bringen können, aber okay. Ist unser Arzt noch mit der entsprechenden Aufgabe vertraut? Oder betraut? Solchen Bändigen, ja, durchaus. Wir schauen auf die Gefangenen. Ah, der gute Waldemar, ach, die kleine Ursula. Im Kerker, oh, seit 11 Monaten. Das tut, glaube ich, nicht Not. Sie werden wir freilassen. Und was ist mit diesem Mann?
Kämpfer ist das auch nicht. Prozent. Schade, leider keine. Nicht schon die volle Güte. Was sind denn selbst noch? Oder einiges hier. Colmar, Friesland, Seeland. Da ist die Frage, sollen wir noch weiter belagern? Kleine Burg hier, ne? Wir werden dahin marschieren. Clairfit jetzt belagert. Brodelnde Wut. Ja, ihr seid Königin, aber außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Aha, die Bürgermeisterin. Und die saß zuletzt noch... War die das? Die Bürgermeisterin der Bourgogne? Die noch zuletzt bei uns vor dem Thron saß, ich weiß es nicht. Aber zumindest beruhigt es uns zu hören, dass auch sie Probleme hat. Und jemand hat es auf unseren Sohn abgesehen. Ernsthaft? Das gibt's ja nicht. Da sollte sich aber jemand gefasst machen auf die Rache einer Mutter, sollten wir herausfinden, wer das ist. So, hier wird sich jetzt irgendwie gegenseitig gehauen. Wir haben jetzt Seeland belagert. Ja, die Versorgung ist natürlich ein Problem. Bei so vielen Leuten, vielleicht müssen wir das ein bisschen besser aufteilen bei der nächsten Belagerung, die wir dann hier vollbringen werden. Und Rosela braucht einen Vormund. Ja, bei der Großmutter ist, glaube ich, alles schon besetzt mittlerweile. Mhm. Wer ist dann ein guter Vormund? Naja, ihre Schwester. Dann kann sich doch ihre größere Schwester um sie kümmern. Wir werden jetzt hier noch nach Hennegau marschieren. Rosela macht sich auf den Weg nach Saarbrücken. Und hier ist der nächste Lebenswandel auch wählbar. Streuereintreiber, rasch behauen oder Meritokratie. In Kriegszeiten ist, glaube ich, das Steuereintreiben immer ein wichtiges Thema. So, die werden wahrscheinlich zurückbelagern wollen, kann das sein? Dann sollten wir ihn vielleicht entgegenmarschieren, um hier noch eine Schlacht zu suchen. Allerdings müssen wir da durchaus von der Mannstärke ist es relativ ausgeglichen. Müssen wir schon gucken, dass wir eine Schlacht finden, die wir zu unserem Vorteil geländetechnisch und so weiter nutzen können. Ansonsten, ja, sieht es hier eigentlich gut aus, tatsächlich auch für unsere. Für unsere Tochter. Irgendwie haben sich hier die feindlichen Armeen gegenseitig verhauen, was ja auch eine feine Sache ist. Dann haben wir uns jetzt nur noch in Anführungszeichen um diese hier zu kümmern und wir haben natürlich im Zweifel auch noch Männer in der Hinterhand. Gut, also geht es jetzt um Lothringen. Etwas früher als geplant, aber unsere Tochter hat uns ein wenig, naja, den Weg bereitet, wollen wir mal so sagen. Ich bin gespannt, freue mich auf die nächste Folge. Also bis dahin macht es gut, euer Henri.